بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أما بعد. Wir machen inshallah weiter mit dem nächsten Kapitel und zwar Furud al-Wudu, das heißt die Pflichten des Wudu, seine Sunan und seine Art und Weise. Wir sprechen erstmal über einige Definitionen. Was bedeutet Fard, was bedeutet Wudu und was bedeutet Sunna, bevor wir jetzt inshallah in diesem Kapitel detaillierter einsteigen. Erstmal die Definition des Fard. Oder wenn wir sagen Furud, dann ist es die Mehrzahl von Al-Fard. Al-Furud ist die Mehrzahl von Al-Fard und bedeutet in der Sprache der Araber Al-Qat'u, das heißt die Trennung oder etwas, was geschnitten wird. Und gesetzlich, bei den Gelehrten des Usuls, bedeutet das, womit der Gesetzgeber aufgefordert hat aus dem Gesichtspunkt der Verpflichtung. Und das unterscheidet natürlich das Ganze zu Sunna. Weil die Sunna ist auch eine Aufforderung von der Religion, aber nicht aus dem Gesichtspunkt der Verpflichtung. Was ist Al-Wudu? Al-Wudu im Arabischen, wenn wir sagen Al-Wudu, dann bedeutet das An-Nawafa, was sowas bedeutet wie Sauberkeit. Und gesetzlich bedeutet es sozusagen eine Anbetung zu Allah Ta'ala, indem man vier Körperteile auf eine spezifische Art wäscht. Wenn man das macht, mit dieser Definition, dann kann man sagen, diese Person hat den Wudu gemacht. Und ausgenommen von unserer Definition, Anbetung zu Allah, wenn zum Beispiel jetzt ein Mensch eins zu eins den Wudu vollzieht, aber das nicht als Anbetung gegenüber Allah Subhanahu wa Ta'ala, sondern zum Beispiel um sich sauber zu machen, dann ist das kein Wudu im Sinne der fachlichen Definition. Und was sind diese vier Körperteile, worüber wir sprechen werden? Und zwar erstens das Gesicht, die beiden Arme, der Kopf und die beiden Füße. Und wenn wir über Sunna sprechen, dann bedeutet das in der Sprache der Araber At-Tariqa. Das heißt, sowas wie der Weg, ja, sowas wie der Weg, indem man sagt, dieses ist die Sunna der Person X, bedeutet, dieses ist der Weg der Person X. Und gesetzlich, also fachliche Definition, kann es auf zwei Arten definiert werden. Erstens, damit wird der Weg des Propheten sallallahu alaihi wasallam gemeint, also allgemein alles, was er getan hat, gesagt hat, und umfasst aber natürlich dann alles, was Pflicht ist und was erwünscht ist. Und deswegen, da muss man aufpassen, wenn dann heißt, das ist eine Sunna, dann kann es auch, wenn in einem, je nach dem Kontext, nicht, was die meisten verstehen, kann es auch eine Pflicht bedeuten und nicht etwas, was erwünscht ist. Beispielsweise, ein Beispiel, gehört die Aussage von Ibn Abbas, als er die Fatiha, die Sura al-Fatiha im Totengebet gelesen hat, so sagte er, لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ, berichtet von Bukhari, damit sie wissen, dass sie eine Sunna ist, das heißt die Rezitation der Fatiha im Totengebet. Und gemeint ist aber hier mit der Sunna der Weg, die Methode, die Art und Weise, und die Rezitation der Fatiha ist bekannterweise eine Pflicht, obwohl er hier den Begriff der Sunna erwähnt hat. Und was das Erwünschte auch anbetrifft, es kann auch etwas, was erwünscht sein, was erwünscht ist, wie zum Beispiel die Aussage von Ali ibn Abi Talib. Die Aussage ist zwar schwach, aber als Beispiel kein Problem, dass wir das kurz erwähnen. Er sagte, min as-sunnati wad'u al-kaffi 'ala al-kaffi fi as-salati tahta as-surra. Zu der Sunna gehört das Legen der Hand auf die Hand unter dem Bauchnabel, berichtet von Ahmad, Imam Ahmad. Und hier ist jetzt mit der Sunna in der Aussage von Ali radiallahu an, das Erwünschte gemeint, das Beliebte und nicht die Pflicht. Das ist jetzt die erste fachliche Definition, die vorhanden ist bezüglich des Begriffes Sunna. Und die zweite ist bei den Gelehrten, die sich mit dem Fiqh beschäftigen, das heißt den gottesdienstlichen Handlungen, bedeutet, was unter dem Fard liegt. Nämlich, womit der Gesetzgeber aufgefordert hat, ja, jedoch nicht aus einem Gesichtspunkt der Verpflichtung. Und gemeint hier im Kapitel, worüber wir jetzt hier sprechen, ist diese Definition. Ja? Ist jetzt diese Definition.
Das ist sehr, sehr wichtig, dass man das jetzt weiß, dass das als Randnotiz, dass Sunna manchmal das und das bedeuten kann, aber jetzt, worüber wir jetzt sprechen werden, ist, wenn wir sagen, das ist eine Sunna, diese Handlung im Wudu, dann meinen wir damit, dass das erwünscht ist und keine Pflicht. Das heißt, wir können zusammenfassen, wenn die Gelehrten des Fiqh von der Sunna sprechen, wenn sie sagen, das ist eine Sunna oder diese Handlung ist eine Sunna, dann meinen sie damit, dass es erwünscht ist. Und wenn die Gefährten des Sahaba oder die Tabi'in, die ihnen folgen, die Sunna erwähnen, so kann es aber Pflicht oder das Erwünschte umfassen. Was sind die Pflichten des Wudu? So sagen wir, dass es insgesamt sechs sind. Erstens das Waschen des Gesichts. Zweitens das Waschen der beiden Arme bis einschließlich des Ellbogens. Drittens das Streichen des Kopfes. Und viertens das Streichen oder Entschuldigung, das Waschen der beiden Füße. Das Waschen der beiden Füße. Fünftens die Reihenfolge und sechstens ohne Unterbrechung. Ohne Unterbrechung. Und jetzt gehen wir das detailliert durch, inshallah. Vor allem die ersten vier, die wir erwähnt haben. Der Beweis dafür für die ersten vier ist die Aussage Allahs Azza wa Jal: Ya ayyuhalladhina amanu, idha qumtum ila salah, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wo die ihr glaubt, wenn ihr euch zum Gebet aufstellt, dann wascht euch das Gesicht und die Füße und die Hände, also das Gesicht und die Hände bis zu den Ellbogen und streicht euch über den Kopf und wascht euch die Füße bis zu den Knöcheln, diese vier Angelegenheiten. Und was bedeutet aber waschen? Weil wir haben hier einmal etwas, was gestrichen wird und einmal was gewaschen wird beim Wudu. Und wichtig, der Maßstab für das Waschen ist die Benutzung des Wassers, dass es auf das Körperteil abfließt. Abfließt. Und nicht nur ein Wasserfilm sich darauf bildet. Das ist dann das Streichen. Kommen wir nun zuerstens das Waschen des Gesichts. Was sind die Grenzen? Also, wo sind die Grenzen beim Waschen? Erstens von Ohr zum Ohr vertikale Richtung und das Weiße, was vor dem Ohr liegt, gehört auch zum Gesicht. Das heißt, derjenige, der einen Bart hat, da ist ja noch eine weiße Haut dazwischen, bis man sozusagen, was dahinter liegt, bis man zu dem Ohr gelangt. Diese kleine Stelle, das gehört zum Gesicht. Und horizontal vom Haaransatz des Kopfes, das heißt von da oben, vom obersten Punkt der Stirn, bis zum untersten Bereich des Bartes. Das heißt bis zum untersten Kinnbereich. Und wenn der Bart noch da ist beim Mann, dann gehört das auch dazu, dass man das mitwischt. Wenn die Haare des Gesichts dünn sind, das heißt, wenn die Haare im Gesicht, die vorhanden sind, dünn sind, dann muss man die darunterliegende Haut waschen. Wenn die Haare aber in diesem Bereich aber dicht ist, dann reicht es, das äußere Waschen, den äußeren Bereich der Haare zu waschen. Und der Maßstab ist, wenn man die Haut darunter sehen kann, die Hautfarbe, dann sagt man, das ist ein dünner Bart. Wenn man die Haut nicht erkennen kann, das ist ein dichter Bart. Und zum Waschen gehört auch des Gesichtes erstens das Ausspülen des Mundes, das nennt man Madmada, das Hochziehen des Wassers in die Nase, das nennt man Istinshaq, der Austritt des Wassers aus der Nase, das nennt man Al-Istinthar. Und von der Sunna, es ist von der Sunna, diese drei Sachen nach dem Waschen der Hände, das heißt, wenn man den Wudu anfängt, wäscht man ja seine Hände dreimal, dann macht man diese drei Sachen. Und danach wäscht man sein Gesicht. Mit dem Bart bei dem Mann. Wenn jetzt aber jemand seine Hände zuerst wäscht und danach sein Gesicht mit dem Bart und danach spült er seinen Mund und Nase aus, dann ist das auch kein Problem, aber das Erstere, das ist sozusagen näher zu Sunna. Wie ist die Art und Weise der Mundspülung und der Nasenspülung? Erstens, er macht beides gleichzeitig dreimal mit einer Hand. Das heißt, ich habe Wasser in einer Hand und ein Teil des Wassers geht in meinen Mund rein und ein Teil des anderen Wassers geht in meine Nase rein. Und für jedes Mal eine Hand. Und das mache ich dreimal hintereinander.
Und das zeigt die Überlieferung von Abdullah bin Zayd, indem er sagt: Thumma adkhala yadahu fastakhrajaha famadmada wastanshaqa min kaffin wahidatin fafa'ala dhalika thalathan. Das heißt, dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, indem er beschreibt, dass er die Madmada und den Istinshaq mit einer Hand gemacht hat und dieses dreimal berichtet von Bukhari und Muslim. Wenn man aber zum Beispiel die Mundspülung dreimal zuerst macht und danach dreimal alleine die Nasenspülung, dann ist das auch kein Problem. Das Richtigste aber ist das Erste, worauf die Überlieferung darauf hinweist. Dann das Waschen der beiden Arme bis einschließlich des Ellbogens und das Waschen der beiden Füße. Und wir in der Aussage Allahs Azza wa Jal, derjenige soll darauf achten, Allah Ta'ala sagt ja, Aydiyakum ila al-marafiq. Wenn wir nochmal auf den Vers zurückgehen. Ya ayyuha alladhina amanu, idha qumtum ila al-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Und eure Hände bis zu den Ellbogen. Dieses Wort bis, das ist jetzt natürlich ein Thema, was wir uns anschauen müssen. Was bedeutet bis zu den Ellbogen hier? Weil in der arabischen Sprache das Wort ila, also dieses Wort bis, bedeutet, haben wir hier jetzt als einschließlich definiert, aber aufgrund eines Indizes. Weil eigentlich das Wort ila in der Sprache, also wenn ich sage bis etwas, sozusagen das davor ist, nicht in das, was danach mit einfließt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage in der Aussage Allahs, ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ, und hierauf vollzieht das Fasten bis zur Nacht. Ja? Ja? Das heißt, bis zur Nacht, das, was davor ist, nicht in das, was danach mit einfließt. Also der Tag. Und das ist eigentlich, in der Sprache bedeutet das, weil der Ellbogen oder der Knochen, der trennt ja, das Gelenk trennt ja sozusagen den Unterarm und den Oberarm. Das heißt, nach der arabischen Sprache müssten wir nur den Unterarm waschen, ohne das Gelenk mitzuwaschen, den Ellbogen. Aber aufgrund einer Überlieferung von Abu Huraira, in dem er sozusagen berichtet, wie der Wudu des Propheten sallallahu alaihi wasallam war, indem er selbst den Wudu macht, und dann wird da drin beschrieben bei Imam Muslim, dass er den Wudu gemacht hat und seine Ellen bis es das Körperteil mit eingeschlossen hat. Das heißt, darüber hinaus hat er sozusagen das Körperteil gewaschen. Was darauf hindeutet, dass sie verstanden haben, dass damit gemeint ist, dass die Hand, der ganze Unterarm mit dem Ellbogen einschließlich gewaschen werden muss. Und das ist ein Beweis, dass die Ellbogen mit eingeschlossen sind in der Waschung, und es beginnt von den Fingerspitzen und nicht vom Handgelenk. Also das heißt, nicht weil manche denken, dass sie, wenn sie den Wudu angefangen haben und die Hände dreimal gewaschen haben, dass sie danach, wenn sie dann zu den Armen kommen, dass sie die Hände nicht nochmal waschen müssen. Doch, sie müssen die Hände nochmal waschen, mit dem Unterarm komplett bis zu den Ellbogen. Ja? Und man muss nicht von den Fingerspitzen beginnen. Man kann auch sozusagen von der Mitte waschen und dann bis nach vorne und bis nach hinten dann das Wasser fließen lassen. Und kommen wir nun zum letzten Punkt, inshallah, das Streichen des Kopfes. Und das ist vom Haaransatz von vorne und hinten ohne den Nacken. Der Nacken gehört nicht dazu. Ja, der Nacken gehört nicht dazu. Vom Haaransatz von vorne, das heißt, wo die Stirn endet, wo wir vorhin das Gesicht beschrieben haben, und nach hinten, vom Haaransatz, bis nach hinten, wo der Haaransatz ist, ohne aber den Nacken. Und das Weiße zwischen den Ohren und dem Kopf gehört auch zum Kopf. Das heißt, hinter den Ohren ist ja auch weiße Haut. Das muss auch mit gestrichen werden. Was ist jetzt aber mit einem Mann, dessen Haare schulterlang sind? Muss er auch die herunterhängenden Haare mitstreichen? Oder reicht das nur, wenn er das bis zum Haaransatz hinten, also ohne den Nacken jetzt,
streicht. Und zwar, dann ist das für ihn nicht verpflichtend, alles zu streichen, sondern nur wirklich bis nach hinten vom Haaransatz von vorne bis zum Haaransatz nach hinten. Und dann im nächsten Unterricht, inshallah, machen wir dann den Rest von Al-Wudu. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah subhanahu wa ta'ala. Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir und der Shaitan. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.